Hallo bei Phil's Philosophy. Mein Weg in die Philosophie, das soll eine neue kleine Serie werden. Und heute ist zu Gast Thomas Merck. Herr Merck, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Herr Thomas. Schön. Sehr gerne. Herr Merck, ich fange gleich mal mit der Frage, weil es halt heißt, der Weg in die Philosophie an. Sie studieren ja Philosophieethik, das Fach. Aber man könnte sagen, das wurde Ihnen nicht in die Wiege gelegt. Wie verlief denn Ihr Weg, bevor Sie sich für das Studium hier der Philosophie entschieden haben? Ja, also ich denke, alles in allem lief das so wie bei den meisten Leuten, durchwachsen bis lebhaft. Ich persönlich komme aus einer Familie, die aus Rumänien stammt. Meine beiden Eltern sind in Rumänien geboren und aufgewachsen und auch mein Bruder ist 89 noch in Rumänien geboren. Und ja, bis ich überhaupt zum Studium kam, war das ein relativ langer Weg, auch über das, was es heißt, einen schlechten Hauptschulabschluss zu besitzen. Mhm. Für mich war das dann erstmal der Weg dann übers BVJ und über eine überbetriebliche Ausbildung und ja, dann hin zu einer abgeschlossenen Ausbildung, Zivildienst und Meistertitel, bis ich dann halt irgendwann die Berechtigung dafür gekriegt habe, mich an der Hochschule durch zu den bewerben. Meistertitel, genau, kam durch das den ja, Meistertitel. Genau. Ja, jetzt haben Sie mal angedeutet, dass Sie ja durch Zufall, durch Freunde, durch Bekannte tatsächlich mit dem Philosophen Jean-Paul Sartre irgendwie in Kontakt kamen, wenn Sie das vielleicht mal erzählen können. Ja. Also das war so, wie es halt meistens so ist, wenn man donnerstagabends noch irgendwie in die Stadt möchte, ein Bierchen trinken, ein bisschen kickern und rauchen, zieht man halt so los. Ich war damals so ungefähr 25 Jahre alt und war dann mit meinen zwei besten Freunden dann halt in unserer Stammkneipe unterwegs. Was ich nicht wusste, ist, ich habe vielleicht 5 Minuten gekickert und dann haben mir meine beiden Freunde nochmal jemanden vorgestellt, der mir dann ein bisschen was über den Existenzialismus und Sartre erzählt hat. Und wir haben uns dann bei ein paar Bier und Zigaretten darüber unterhalten, was das Leben denn so ist und was es heißt zu leben. Und wir haben ganz schnell gemerkt, dass das, was uns eigentlich verbindet und die Konversation am Laufen hält, eher das ist, dass wir Diskriminierung hassen. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass Diskriminierung ja nicht nur ein Teil von einem selbst ist, sondern in der Gesellschaft steht. Und was uns wirklich verbunden hat, war der Hass gegenüber jeglicher Form der Diskriminierung. Und ja, das hat dann meine Perspektive auch nochmal geändert auf das, was möchte ich eigentlich sein, was möchte ich machen und was für ein Vorbild möchte ich eigentlich sein und ja, wie viel Verantwortung kann ich übernehmen und möchte ich übernehmen. Ah ja. Das hat Sie also zum Lehramtsstudium gebracht, diese schöne Formulierung, welches ja, Art auch. Vorbild. Das war dann nach meiner abgeschlossenen Berufsausbildung zum Gebäudereiniger, hatte ich mir erst überlegt, nach dem Meister Berufsschullehrer zu werden. Ja. Das ist im Gebäudereinigerhandwerk eher ein bisschen schwierig, weil es gibt 8 Berufsschulen in ganz Deutschland. Okay. Und die Positionen sind da etwas rar besetzt, ja, also es ja. ist schwierig reinzukommen. Und dann habe ich mich mit 30 entschieden, mich an der Uni zu bewerben, an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, ja, und so den Versuch in die Lehre zu finden. Es hat geklappt und jetzt bin ich seit 2,5 Semestern hier an der Pädagogischen Zum Glück Hochschule. Sind Sie nicht Berufsschullehrer, sondern werden Ethiklehrer, sage ich jetzt mal aus meiner Position. Jetzt zu Sartre, weil das ja sozusagen ja, so ein wichtiger Moment für Sie auch war. Und da ist ja in seinem großen Hauptwerk das Sein und das Nichts, gibt ja viele große Grundbegriffe, aber einer ist ja dieses An-sich-Sein. Und angenommen, wir wollten das jetzt einem 16-jährigen Schüler oder so erklären, wie könnte man das auf den Punkt bringen? Also hier würde ich gerne erstmal mit einem Zitat von Sartre beginnen. Das An-sich ist, also darunter kann man sich jetzt erstmal nicht viel vorstellen, oder auch doch, die Entsprechung, die dem An-sich vorliegt, lässt sich durch die einfache Formel ausdrücken, das Sein ist, was es ist. Und wie ich das jetzt einem 16-jährigen Schüler ja, ich habe nur gesagt, 10. Klasse wollen ungefähr. Würde, Ja, ja. Ja, mein Ansatz wäre folgender. Du kannst dir das an sich als eine Art Perspektive vorstellen. Schau dich um, schau dich an, schau hin, was siehst du? Stell dich an einen See und betrachte die Reflexion. Das ist an sich. Aber wir erkennen mehr darin. Wir sehen Fische, Algen und hören Vögel. Doch alles hat dasselbe blinde Bewusstsein und braucht sich vor sich selbst nicht zu rechtfertigen.
Das an sich in unserem Leben ist dann, dass wir vieles gar nicht beeinflussen können. Veränderung, Schicksal oder der Aufenthalt in der Welt oder auch das Sterben. Ja, ja, das hört sich schon sehr existenzialistisch an. Ja. Ja, genau. Sartre will ja gewissermaßen durch diesen Gegenbegriff, dieses Für-sich-Sein, irgendwie ja, uns in die Existenz bringen. Und wenn Sie das jetzt auch, diesen Begriff Für-sich-Sein, was für einen Reim würden Sie sich darauf machen? Wie könnte man das erklären? Also ähnlich wie beim An-sich ist das Für-sich eher auch wieder so als Perspektive zu verstehen. Also wir sind wieder an diesem See und können wir das für sich so ein bisschen als nörgelnden Begleiter verstehen. Als nörgelnden Begleiter, ja? Genau. Inwiefern? Also es ist dieses, ich versuche das jetzt mal kurz auch auszuführen, wir sind wieder an dem See und sehen nicht mehr nur hin, sondern beginnen die Situation zu betrachten und finden etwas auszusetzen. Versuch dir vorzustellen, dass du plötzlich aus der Ruhe gerissen wirst und etwas fragt dich. Das ist das für sich. Ob das jetzt eine Person ist oder nur ein Gefühl oder ein Teil deiner Wahrnehmung. Es spielt jetzt erstmal wenig Rolle. Es ist etwas, das etwas auszusetzen hat an den Gegebenheiten, wie sie dir erscheinen, wer du sein möchtest und deine Position auch so ein bisschen dir ermöglicht, was anderes zu sehen, als das, was gerade de facto ist. Das wäre jetzt natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler interessant, aufs eigene Leben zu beziehen, ja. Also Sie sprechen von Möglichkeit, von Alternative, ja. Ja, natürlich, weil wir sind ja auch irgendwo in unserer Sozialisation, irgendwo auch oder in der Gesellschaft an irgendwelche Rollenbilder, an irgendwelche Positionen gebunden. Wenn wir das jetzt auf das Elternhaus beziehen, wo kommen meine Eltern her, was arbeiten die, ich werde es schwer haben in der Schule etc. pp. Durch das für sich ist so ein bisschen Perspektivwechsel möglich, so an sich. So, das ist etwas, was dir sagt, so, okay, du nimmst es an sich wahr, aber möchtest nicht diesem an sich gleichen, sondern du hast ja eine gewisse Form von Identität, Persönlichkeit. Du möchtest dich selber finden und selber wachsen. Und um den Zusammenhang geht es, so, ja, von diesem an sich zum für sich und wie sich das dann auch begründen lässt. Wenn Sie es so erklären, werden auch 16-Jährige es bestimmt verstehen. Das ist gut, ja. Und jetzt vielleicht noch als weitere führende Frage. Für sich und an sich sind ja so Dichotomie, also praktisch so weit auseinanderliegen, die irgendwie entweder oder, ja. Aber Sartre will ja irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Existenz sowas sein wie beides kommt zusammen, ja. Was könnte man da beispielhaft sagen? Ja, das ist wichtig, dass wir absolut da nicht versuchen, das voneinander zu trennen. Mhm. Wir wollen das als zwei Perspektiven beinhalten, die sich aber untereinander auch ein bisschen ergänzen, weil wir brauchen ja eine Idee davon, wie das Leben ist oder wie sich das uns erscheint und erschließt. Aber wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind wir jetzt eben nicht. Mhm. Und wir erkennen uns da wieder in beiden Perspektiven. Einmal in der Perspektive des Ansichts. Wir stehen vor dem See und erkennen, also sehen einfach nur, das reine Sehen. Wir sehen das ist so, wie es ist, es ist determiniert. Und wir sehen uns auch in der Perspektive des Für sich, also dieses Beobachten und in Frage stellen. Dieses Bild meine ich ungefähr so. Man kann sich das vorstellen wie, das eine sei Gips und das andere sei Wasser. Das Produkt ist eine Säule. Doch haben wir bislang nur den Mörtel gemacht. Die Säule lassen wir entstehen und dem Betrachter entgeht schnell, dass das, was wir sehen, nicht das Innerste ist. Das Sein an sich. Gips und Wasser gibt es genug. Doch kommt es darauf an, wie das Selbst den Mörtel zusammenfügt, um entstehen zu lassen. Denn wo sein Bewusstsein, Wahrnehmung und das für sich an sich auf das Selbst trifft, entsteht erst die Perspektive der selbstgewählten Existenz. In erster Linie stehe ich selbst in Verantwortung für mein Handeln, doch kann ich dafür erst in Verantwortung gezogen werden, wenn ich die Mündigkeit erreicht habe. Glaube ich an das eine an sich, bin ich noch nicht mündig.
glaube ich an das für sich, bin ich noch nicht mündig. Glaube ich daran, dass sich das an sich und das für sich ergänzen, nein, sogar eine Einheit bilden, sich selbst zu organisieren, also auch eine Entscheidung treffen zu können, und zwar eine selbstbestimmte Entscheidung, hat man das Stadium der Emanzipation erreicht. Immer noch nicht mündig, aber nahe dran. Mündig ist eben Teil des Bildungsauftrags, des Fachs Ethik. Und sich selbst als Teil der Problematik der Welt zu erkennen, ist schwer. Doch macht dies zum Teil eine mündige Entscheidung aus. Ich bin Teil der Klimakatastrophe. Cool. Aber worin besteht mein Input darin und wonach kann ich mein Output orientieren, um die Gesamtheit der Katastrophe nicht noch zu beschleunigen? Viele kleine Dinge ergeben doch auch eine dichte Einheit. Das an sich und das für sich sind sich so nah, wie das Atom und das Ion. Es braucht beides, dass etwas passiert. So in der Hinsicht sind beide Perspektiven ein Bezugspunkt für dich selber und für deine Persönlichkeit und deine Entwicklung und auch irgendwo so ein Teil für dich als Selbstbestimmtheit. Sie haben jetzt dieses schöne Bild mit der Säule, ja? Und ich fragte mich, während Sie das sprachen, ist die Säule sowas wie das Selbst und unsere Existenz, die wir schaffen oder die entsteht im Leben? Die Säule ist unser Tun. Also die Säule ist das, was wir aus dem, was um uns herum ist, entstehen lassen können. Also wir haben ja schon mal den Blick darauf, was an sich sein soll. Was an sich ist. So Berge, ja. Seen, Flüsse, Tische, Stühle, Mutter, Vater, etc. Oder eben auch diese Wasser und Exakt, Gips, oder diese ja. Gips. Ja, ja. ja. Und das Handeln, Sie sagen, die Säule ist das Handeln. Frage, dieses Handeln ist ein selbstbestimmtes Handeln, oder? Natürlich. Ja. Es ist aber eben unter den Bedingungen des an sich. Genau. Ja. Also wir können uns ja nur in etwas bewegen, was schon existent ist. Wir können ja nicht außerhalb von irgendwelchen Räumen laufen, stehen und atmen, sondern unsere Grundlage ist eine Existenz, die Existenz des Planeten Erde zum Beispiel. Ja. Aber Existenz bezogen auf uns selbst ist dann eine selbstständige Existenz. Kann es sein, wenn du das möchtest. Ja. Das ist auch immer Selbstbestimmtheit irgendwo. Ja. Möchte ich Teil dieser soziologischen oder sozioökonomischen Schicht sein, die mir vorgelebt worden ist? Ja. Okay, cool. Das macht nichts. Aber möchte ich mich selbst verwirklichen als Künstler, als Musiker, als Lehrer oder von einer Hauptschule den Weg versuchen, an ein Gymnasium zu kommen? Das an sich und das für sich in Kombination bilden eine Art Einheit dafür, dass wir erstmal Vergleichspunkte und Orientierungspunkte in unserer Welt haben. Super. Also die Ausgangsfrage war ja mein Weg in die Philosophie und ich finde, Sie haben das super dargestellt. Okay. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Merck. Ich habe zu danken. Dankeschön, Herr Thomas. Dann setzen wir diese Serie, Mein Weg in die Philosophie, hoffentlich fort. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.